Jetzt gibt es aber noch was. Das ist eigentlich schon lange versprochen und von einigen Leuten auch schon angefragt gewesen. Deshalb machen wir das jetzt. Gucken, weil da ist die Trockenmauer und viele wollten wissen, wie hat sich es denn entwickelt, wie sieht es denn aus? So, jetzt haben wir Juni, gucken wir uns das mal an. Ja, sehen, es steht noch alles und es tut sich auch ein bisschen was. Da ist ein paar Vivum drin und Bohnenkraut und ein paar Erdbeerchen mit bei. Da kommt da oben eine Stockrose raus, ob das nun ideal ist oder nicht, sei dahingestellt. Also ich finde, es ist eigentlich ganz gut. Man kann auch sehen, hier so in der Sonne, dass ja alles Mögliche kriecht und kreucht und fleucht und das ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache gewesen. So. Also so sieht es jetzt aus, nach einem Jahr quasi. Wie ich finde, gar nicht mal so schlecht. Das kann sich natürlich noch ein bisschen entwickeln mit den Sempervivum. Da kann noch ein bisschen was mehr dazu. Und hier blüht ein bisschen Bohnenkraut. Das sieht ja auch ganz schön aus. Und ja. Jetzt haben wir natürlich, da kommt demnächst auch noch mal was, wir haben auch schon Pflanzen gekauft. Hier soll dann später noch, weil sich die Lage auch anbietet, noch mal ein Kräuterbeet entstehen. So. Aber das ist dann ein anderer Teil. Das war erstmal die Trockenmauer. Jetzt gucken wir uns den Weidenburg an. Muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig gehen, weil der nistet da, der Bursche. Und wir gehen hier, versuchen hier kaum noch lang zu gehen. Also, aber so, wie man sehen kann, tut sich hier was. Wenn auch noch nicht vollständig, aber die Idee ist auch, die Hecke quasi so ein Stück rauszuziehen, dass dieser Bogen quasi integriert ist in die Hecke, dass das als quasi neuer Teil entsteht und dann wird das so auch in Form geschnitten und die Weide geht da rein. Ich hatte schon die Wahnwitzidee, da ein Stück Apfelbaum hereinzuleiten, mal gucken, ob vielleicht der Strachsinn ja auch noch irgendwie, aber gucken. Also man kann gut sehen, das ist hier schon, ne, ganz gut ausgetrieben. Auf der Seite nicht ganz so. Da ist ein bisschen wenig. Aber das wird sich von hier aus, wird sich das schließen. Und die Hecke wird quasi jetzt so geschnitten, dass sich das Ganze hier drin quasi so ganz harmonisch so abläuft. So. Erstmal soweit. Stand der Dinge.